Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Kingdom Hearts 2.5 HD Remix. Ja Leute, wir waren hier stehen geblieben in Twilight Town und haben uns ja mit ein paar Niemanden angelegt und ja, jetzt sollen wir zum Bahnhof, weil Pence uns darauf hingewiesen hat, dass ja, er Kairi oder dass irgendwas mit Kairi ist auf jeden Fall. Und jetzt, oh, da sind auch Heiner und Olette. Hey, so how do you guys know Kairi? Ja. Auf, rückt raus, hopp, 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 heute noch. Kairi was really here? Yeah. And she said she was looking for you. Tell me where she is. Well. What a romantic story. If you stick around, Sora's bound to show up. Yeah, he said he's coming back. Okay. What took you so long, Kairi? Ah, und das Axel. Somehow, I just knew you'd be here. I tell you, Kairi, you've got a lot of guts jumping right into the darkness like that. Pluto sieht aus, als würde er mit ihm spielen wollen. Ja, wow. Tolle Bodyguards. Ganz schöner Pedo. Also ganz ehrlich, Axel müsste Pan 30 oder so, wie er aussieht, mindestens, ja, sagen wir mal, ja, 25 sein, so irgendwas in dem Dreh. Vielleicht älter. Ach, ich bin im Schätzen richtig schlecht. Und Kairi ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 16 oder 17? You think it might have been Axel? Obwohl, es geht noch. Sorry. Aber. Hey, it's not your fault. Come on, cheer up. Like I can even say that. I gotta help Kairi. Ja, und da springen die Kugeln von der Trophäe ab. Die ja auch schon die eigentlich schon mal verteilt wurden. Aber das war halt ganz am Anfang und ja, in dieser komischen Welt, weil das scheint irgendwie ein anderes Twilight Town zu sein, fühlt sich fast an. Weil wir haben jetzt zwei. Also zwei blaue halt. Und die anderen sind alle verschwunden. Genauso wie der zweite Beutel. Das ist halt an der Hinsicht auch einfach. Ja, komisch. Sora, are you okay? Huh? What? Ja, und natürlich auch hier wieder ein kürzlich aufgetretener Gegenstand wird zum Schlüsselloch. Sehr schön. Ich finde, das sieht auch immer wieder cool aus. Aber, ja, auf Dauer wird es auch irgendwie nervig. Weil es ist immer wieder das Gleiche. Würde er irgendwie, sag ich mal, jedes Mal sich anders das Schlüsselloch zumachen oder sonst was? Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen Unterschiede. Aber egal. Wir können es nicht ändern, ich will es nicht ändern. Von daher, never mind. Kingdom Hearts 2 ist ein tolles Spiel. What just happened? A new road is open. And Kairi and Riku are waiting somewhere along it. You'd better hurry then. You coming back? Promise. Ja. Nur ist meine Überlegung, jetzt haben wir im geweihten Land schon ein Schlüsselloch versiegelt. Und jetzt hier, aber wo führt uns das hin? Und wir bekommen das Schlüsselschwert Sternentreue. Besitzt hohe Magiekraft und erhöht die Verweildauer in den Formen. Und, oh, ach, wir kriegen, ja, wir haben die Limitform. Diese Form ist, könnte man sagen, so gesehen, ja, benutze das Kommando Drive, um mit der Unterstützung weit entfernter Freunde in die Limitform zu wechseln. Ich werde sie einfach zeigen. Ich kann sie jetzt nicht erklären, weil ich nicht weiß, wie ich es erklären soll. I passed on the message as you so desired. I told the young Sora to keep defeating the heartless. Good.
Not only have you the power to inflict pain, you also have the power to plant seeds of doubt in one's receptive heart. Sora will soon begin to doubt himself. It will cause him to hesitate, and that hesitation will turn to anger. That anger will fuel him to get rid of his apprehension and move forward. He will pave the way for the future we desire. Die planen irgendwas. There's something I've meant to ask. About Axel. The poor fool. How long will he keep chasing the illusion of friendship when he himself lacks emotion? Trying so hard to retrieve what he has lost when it may never have existed in the first place. He deserves nothing more than our pity. Ganz schön düsterer Kerl. Also, naja, mal schauen, wo es uns jetzt hinführt. The King, Riku, and now I've lost Kairi again, too. Don't be sad. Donald's right, you know. Why, you're the key that connects everything. Ja, das so war's dran. It's all my fault. Gorsh, I didn't mean that. Just do what comes natural to you, and we're sure to find them. Yeah. You shut up. Thanks, guys. Bläst extrem. Oh! No. Hallo, Bastion! It's all covered in... You're right, Chipper. I wonder what's going on. Sora, we better hurry and check it out right away. Ja, da schauen wir natürlich gleich mal nach dem Rechten, weil das sieht nicht gut aus. Ein dunkler Nebel über Hollow Bastion. Naja, schauen wir mal. Und das. Oh, Herzlose. In der Stadt? Moment. Okay. Do you think? Looks like there's more heartless now. Und niemand? Let's go check in with everyone. Ja. I think they're at Merlin's. Okay, ne, das sieht ja wirklich nicht gut aus. Jetzt will ich gerade mal einmal kurz aus. Ach genau, hier haben wir einmal die Limitform. Nächstes Level. Für den Levelaufstieg benötigt er Erfahrungspunkte. Ah ja, okay. Wie kriegen wir XP? Für jeden Combo-Abschlussangriff in der Limitform erhältst du einen Erfahrungspunkt. Das werde ich euch dann, ja, noch zeigen, warum, beziehungsweise inwiefern. Sehr schön, jetzt können wir auch die anderen Formen wieder leveln. Abilities. In der Limitform haben wir nämlich sehr viele verschiedene, Abilities. Die Ausweichrolle. Und hier sehr viel. Also, die Limitform ist so gesehen eine Situationskommandoform, könnte man sagen. Ich muss sagen, es ist eine sehr coole Form. Also, sie gefällt mir sehr gut, obwohl ich sagen muss, dass ich damals nicht so der Fan davon war. Also am Anfang. Da hat sie mir nicht so gefallen, ehrlich gesagt. Aber mittlerweile muss ich sagen, gefällt es mir schon ganz gut. Vor allem der Vorteil, wir müssen niemanden opfern in der Hinsicht. Donald und Goofy bleiben weiterhin, soweit ich weiß, bestehen. Was haben wir denn hier für Ringe? Ach, das sind alles nur die 3 AP geben. Brauchen wir nicht. Was hast du? Ach, nur die Ketten, die 2. Ach, Mann. Habt ihr mal was Nützliches? Natürlich nicht. Sauerei hier. Na, da ist wieder Onkel Dagobert, da ist der Mogri, ich denke mal, wir werden eh nichts machen können, aber gucken wir mal durch. Mitternachtscatchen. Chaoscatchen. Ja, komm, machen wir's. Haben wir's gemacht, dann haben wir's hinter uns. Da ich eh wirklich alles schmieden will, ist es in der Hinsicht egal. Chaos Catchen gibt 3 Abwehrkraft und ja. Dann kriegt Goofy. Was? Warum hatte er das Mitternachts-Catchen nicht? Noch irgendjemand etwas, was nur
okay, Donald kann hier das Mitternachtskätzchen nehmen. Ja, und dann passt das. Ach genau, wir haben auch ein neues Schlüsselschwert bekommen, fällt mir gerade ein. Und zwar die Sterntreue. Ja, da besitzt hohe hohe Magiekraft und erhöht die Verweildauer in den Formen. An für sich ein geiles Schlüsselschwert. Es ist sowohl im physischen als auch im magischen hat es super Werte. Also an für sich ist es echt ein super Schlüsselschwert, aber ich bleibe doch lieber erstmal bei dem. Aber ich habe schon einen gewissen Nutzen für das Schlüsselschwert. Von daher, ach, und ich war so nah dran, den Geschmack von dem Eis hinzubekommen. Er tüftelt immer noch an seinem Eis. Was ist? Leon und seine Freunde sind im Wohnviertel, bei Merlin zu Hause. Okay. Und da ist auch... Moment, da ist ja eine Krone. Moment. Nee, wir kommen da noch nicht hoch, wie es scheint. Nein, keine Chance. Und da ist jemand, den ein Final Fantasy-Fan auf jeden Fall kennen wird. Und auch andere. Allein durch sein Auftreten. Cloud. Aus Final Fantasy 7. What you doing? I'll get him. This time, we settle it. Me and the one who embodies all the darkness in me. I said you look kinda different, Cloud. If I do, it's his fault. Whose? Sephiroth. Tell me if you see him. Okay, what's he look like? Silver hair. Carries a long sword. Sure. Well, be seeing you, Cloud. Be careful. He messes with your head. Makes you think darkness is the only way. Is something wrong? Ja, und das ist Aeris. It's nothing. Hmm? I don't want you involved. You mean you don't want me there when you go away again? I just... Listen, even if I go far away, I'll come back. Do you mean it? Yeah. See, you don't look so sure. Well, okay, I understand. Go, get things settled. Huh? No matter how far away you are, once you find your light, I'm sure it will lead you back here again. Right? I suppose. So I'll stay here. And I'll cheer for you. Okay, Cloud? Okay. Ja. Diese Begegnung ist nämlich irgendwie ein wenig... He'll be fine. Ja. I'm sure there's some light in him somewhere. You're right. Ja, diese Begegnung ist eigentlich ehrlich gesagt so ein bisschen komisch, weil in Final Fantasy 7 ist ja die Geschichte zwischen von Cloud und Moment, machen wir gleich mal die Limitform, um sie euch zu zeigen. Guckt sie euch erstmal an. Guckt sie euch einfach an. Es ist so gesehen Soras Outfit aus aus Kingdom Hearts 1. Und wir haben halt hier jetzt verschiedene Limitform-Angriffe. So, den Amok Arcana. Und, ach Mist, wir müssen über Dingens, die auch abschließen. Ansonsten kriegen wir keine Erfahrung. Und das ist halt die Limitform. Sie braucht aber, glaube ich, ja, sie braucht 4 AP. Okay. Das wusste ich jetzt gerade nicht immer. Sie basiert halt wirklich einfach nur auf den Spezialangriffen, so gesehen, aus Kingdom Hearts 1. Und benutzt diese als zusätzliche Angriffe. Ja, da sind Yuffie und Cid. Ja, was geht bei euch so? Leute, ihr kommt gerade rechtzeitig. Es gibt gute Nachrichten für euch. Also schwingt euch mal zu Leon rüber. Was denn für Nachrichten? Wir haben den Computer gefunden, den Ansem benutzte. Wahnsinn!
Das kannst du laut sagen. So solltet ihr jetzt allerlei Infos über die Herzlosen und die Organisation bekommen können. Und vielleicht sogar was über das Reich der Dunkelheit. Sieht ja so aus, als ob Rico und Kairi sich dort befänden. Und der König wohl auch. Das überprüft ihr am besten selbst. Schaden kann das auf jeden Fall nicht. Was meinst du damit? Ach, nichts. Geht einfach durch den Seiteneingang zum Computerraum. Und seid vorsichtig. Okay. Nee, um das Buch von Pooh kümmern wir uns später. Da will ich ehrlich gesagt jetzt gerade noch gar nichts machen. Auch wenn es da eigentlich sehr viele nützliche Sachen gibt, die wir gut brauchen können in der Hinsicht. Ich würde gern alles so auf einen Schlag. Na, jetzt komm her. Weg mit dir. Nicht mal aus der Entfernung können wir irgendwas aufsammeln. Wir brauchen unbedingt Schaffenhörer. So. So. Und jetzt haben wir auch endlich wieder eine Drive-Form, eine Drive-Leiste. Na, jetzt komm her. Mach mal hier nicht so ein Terz. Du auch nicht. Du Lappen. Och Mann, das ist so nervig. Wir müssen jeden einzelnen jedes einzelne kleine Körnchen müssen wir aufheben. Separat. Excuse me, are you with the Restoration Committee? Ach, ja, ja, okay. What's Leon's gang up to? Das ist wunderschön, einfach nur, dass diese drei auch mit eingebracht wurden. Ja. Don't mind her. I assure you, we come in peace. You're kidding. Problem? Okay, fine. You do the talking. Oi, Leute, hier sind so sorry about this. Hier sind drei weitere Final Fantasy Charaktere aus Final Fantasy X-2. Yuna, Riku und Pain. Ja, eine weitere Riku oder ein, ja. Das ist, ja, schon in den. Warten auf Eden. Ach, da haben wir auch. Ja. Warten auf Eden, sag ich nur. Den werden wir noch sehr oft brauchen. Mehr sage ich dazu nicht. So. Jetzt können wir nämlich gleich wieder eine Form aktivieren. Aber leider nicht die Limitform, die ich eigentlich gerne aktivieren würde. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Und so, na komm. Kümmern wir uns erstmal um den Dicken hier. Zack. Und ab in die Limitform wieder. Und jetzt machen wir mal Ragnarök. Und Schuss. Dadurch, dass wir jetzt hier den letzten Angriff ausgeführt haben, haben wir dadurch einige XP bekommen. Wenn wir das jetzt gleich nochmal machen, machen wir hier Amok Arcana. Tak, tak, tak. Amok, 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 Amok. Und da Capo. Moment. Eigentlich müsste das doch. Warum haben wir dadurch jetzt kein. Warum haben wir dadurch jetzt keinen Erfahrungspunkt bekommen? Ha. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben doch jetzt, das war jetzt doch der dritte. Bei der Tontaube haben wir doch schon mal eins gemacht. Aber wartet mal. Ich will jetzt zumindest ein Level bei der Dingens haben. Von daher mache ich es jetzt einfach so, dass die Leiste von Sora wieder voll ist. Und dann kommt jetzt die Limit-Klatsche. Schall-Limit. Und Ahuhui. Ja, wow. Geil. Und jetzt haben wir immerhin die Form jetzt schon auf Level 2. Sie hält länger. Das ist auch sehr viel wert in der Hinsicht schon mal. Ein Achat-Kristall, den werden wir, glaube ich, sogar noch gut brauchen. Aber jetzt machen wir uns erstmal weiter auf den Weg zu Leon und den anderen. Kommt hier nicht so. Ja, ich wollte gerade sagen, hier kommt doch, glaube ich, auch wieder eine Szene.
Jetzt erkunden wir endlich mal Hollow Bestien ein wenig mehr. Leon, hier drüben. Oh, Aeris. Du bist nicht Leon. Aber okay. Ihr habt Ansems Computer gefunden? Ja, der König interessiert sich auch sehr dafür. Der König? Ja, er ist bei Leon. Wir werden den König treffen. Hurra! Ja, da ist die Freude natürlich groß. Ob Riku auch bei ihnen ist? Aber naja, immerhin der König, also das ist doch schon mal ein Anfang. Naja, wenigstens kann ich den König nach ihm fragen. Und vielleicht sagt uns der Computer ja noch etwas. Gute Idee. Nur noch dort durch, dann seid ihr bei ihnen. Ja. Da gibt es nämlich einen Durchgang, den man jetzt gleich sieht. Und da ist eine Karte drin. Wup, wup. Oder haben wir eine? Haben wir nicht sogar? Ne, wir haben keine Karte, okay. Einmal eine Karte to go. Einmal eine Karte to go. Ja. Ich fange jetzt nicht singen an, weil ich euch das nicht antun will. Versuchen, diese Röhre versorgte die Stadt mit Energie. Ist da? Da ist wieder ein Stück von einem Puzzle. Morgengrauen. Aber ist hier nicht sogar noch irgendwo anders noch eine Kiste? Ja, da ist eine Kiste. Ein Abilitamin. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass hier noch irgendwo anders eine Kiste ist. Ja. Naja, egal. Da oben ist eine Krone, an die wir aber nicht rankommen. Von daher pfeifen wir erstmal drauf. Und da oben versteckt sich jemand. Was ich auch einfach super finde. Ich find's einfach toll. Und jetzt sind wir in den Korridoren. Aber ich will natürlich unsere Limitformen leveln. Von daher erstmal heilen, damit unsere... Ja, okay, jetzt... Hier bräuchten wir jetzt 6 Abschlussangriffe. Na gut, das sollten wir hinbekommen. Oder wisst ihr was, Leute? Warum... Ich frage mich eigentlich immer mehr, warum ich eigentlich die Driver nicht benutze. Für was anderes brauchen wir sie eh nicht. Und Heldenform an. So können wir nämlich auch ein bisschen die Heldenform weiter leveln. So. So können wir uns hier auch ein bisschen schneller bewegen. Ach, von da kamen wir. Dann gehen wir mal hier lang. Da lang. Und wieder metzeln. Natürlich ein Level-Up mitnehmen. Habe ich auch nichts dagegen. So. Kiste aufmachen. Weiter. Abenddämmerung-Puddelstück-Teil-Gedöns. Ich wollte gerade sagen, ihr wollt mir doch nicht jetzt sagen, dass hier keine Herzlose sind. Nein, Schnappen, das werden wir auch noch sehr oft brauchen. Von daher will ich das eigentlich in der Hinsicht lassen einfach. Das werden wir nämlich noch früher oder später, ja, noch ein Stück weit. Und dann werden wir nämlich Schnappen sehr oft brauchen. Ich will eigentlich gucken, dass ich es ohne schaffe. Das hat immer so einen kleinen, sag ich mal. Ja, fühlt sich dann an wie so ein kleiner Wettbewerb. Jetzt mal gucken. Ja, vorher hatten wir, glaube ich, irgendwas mit 400 gebraucht. Jetzt brauchen wir nur noch 338. Immer, es ist schon einiges. Also haben wir schon gut was runterbekommen. Ja. Okay, dann müssen wir aber da lang. Ach man, der Dash ist irgendwie noch gar nichts. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber naja. Es hilft uns ein wenig dabei, dass wir schneller vorankommen. So. Das ist meine Überlegung nur. Ach egal. Ich nehme danach eh noch einen Part auf, also kann ich den Part auch kurzerhand, wenn ohne Speicherpunkt beenden. Ein Bild von Ansem. Gorge, I guess this must be his room. Ganz schön ramponiert. Master King. Hello? Hey you. Ah? Ach Gottchen. Sie ist ja jetzt auch da, stimmt?
looking for somebody. Have any of you seen a guy with spiky hair? Spikier. I'll just take a look around. Ja, darf ich vorstellen, Tifa aus Final Fantasy VII. Und ich könnte euch auch sagen, wen sie sucht, aber es kommt noch früh genug, so, ja. Und sie tritt auch gerne zufälligerweise einfach mal gegen irgendwelche Wände. Und weg ist sie. So schnell sie da war, so schnell ist sie auch wieder weg. So you made it. Leon! Ja. Aber Leute, jetzt müssen wir mit Leon sprechen. Wir haben hier keinen Speicherpunkt. Also würde ich sagen, an der Stelle 26 Minuten. Der Part ist lang genug. Im nächsten Part finden wir dann heraus, was Leon uns zu sagen hat. Und ansonsten verabschiede ich mich dann natürlich wieder und sage wie an jedem Partende, wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne ein Like da, macht mich glücklich. Und ansonsten, wenn euch mein Let's Play, wenn euch unsere Let's Plays gefallen, lasst uns auch gerne ein Abo da. Wir würden uns megamäßig freuen. Und ansonsten dann halt ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Kingdom Hearts 2.5 HD Remix. Also macht es gut, Leute!